sondern komplett öffentlich zugänglich. Ich habe mit 5 Leuten geschrieben wegen einem Instagram-Shoutout. For me it's fine. So, und jetzt zu der wohl unerwartetsten Opportunity an diesem Abend. Telegram-Schwarzmarktgruppen sind die moderne, benutzerfreundliche Form des Darknets. Dort kann wirklich jeder in eine Suchleiste nach illegalen Substanzen suchen oder sogar komplett plakativ Schwarzmarkt eingeben. Man findet dann haufenweise regionale und überregionale Gruppen, in denen alles, also wirklich alles, alles verkauft wird. Der Datenschutz, den Telegram allerdings immer wieder beteuert, ist ein Trugschluss. Denn seit Jahren schon werden viele dieser Chats von der Polizei überwacht und vor allem auch Straftaten wirklich verfolgt. Weshalb wir uns ab morgen früh in einem 24-Stunden-Experiment der Herausforderung stellen wollen, kann man denn auch im Telegram-Schwarzmarkt auf legale Art und Weise Geld verdienen? Good morning und hiermit startet unser Arbeitstag im Telegram-Schwarzmarkt. Wir haben jetzt die letzte Stunde uns mal einen Überblick verschafft. Es gibt verschiedene Gruppen, die 5.000 bis 10.000 Mitglieder haben und auch tatsächlich 2 große, eine mit 28.000 und eine sogar mit über 50.000 Mitgliedern. Da sind auch immer so 500 bis 700 Menschen in Telegram online. Das heißt, die werden auch ab und an in diese Gruppe schauen. Ansonsten muss man noch dazu sagen, diese Gruppen sind jetzt keine Insider-Gruppen, wo man eingeladen werden muss oder so, sondern komplett öffentlich zugänglich. Das heißt, einfach mit ein paar Keywords oben in der Suchleiste gefunden, eingetreten und that's it. Diese großen Gruppen haben allerdings auch ein paar Regeln und das finde ich relativ gut, denn hier steht direkt keine Drogen, kein Falschgeld, keine Waffen. Was ist das hier? Replika-Düfte, also nachgemachte Parfüms, nachgemachte Klamotten, mal gut, mal weniger gut. Ich glaube, der liebe Celtics hat da auch mal ein Video zugemacht vor ein paar Monaten. Nachgemachte AirPods, das wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Und hier zum Beispiel jemand, der sagt, er hat ein Tipico-System, womit er nicht zu 100% gewinnt, aber wohl, ja, weiß ich nicht, zu 90, 95. Das wäre vielleicht sogar mal ein eigenes Selbstexperiment wert. Außerdem haben wir jemanden angeschrieben, der hier PayPal-Guthaben verkauft. Also ich kenne so Guthaben bei irgendwelchen Spielen oder so. Aber PayPal-Guthaben ist spannend, denn für 65 Euro kriegt man hier 500 auf sein Konto geladen. Das werden wir jetzt hier nicht machen, denn ich vermute, dass da Kreditkartenbetrügerei inklusive Geldwäsche hintersteckt. Aber ja, vielleicht ist es auch was anderes. Und wir starten jetzt hier erstmal mit 2 Angeboten. Und zwar werde ich Social Media Shoutouts verkaufen, beziehungsweise vielleicht sogar TikTok-Videos machen. Also mal gucken, wer sich meldet. Und Chris bietet seine Cutting- und Bildbearbeitungskünste an. Mal gucken, ob da überhaupt jemand in solchen Gruppen Bock drauf hat und was wir jetzt in den ersten Stunden verdienen können. Erster kurzer Zwischenstand. Also, wir haben unsere Post abgesetzt und haben schnell gemerkt, man muss da schon spammen, weil gefühlt alle 5 Minuten siehst du die gleichen Angebote. Haben wir dann auch gemacht, haben uns da so ein bisschen angepasst und die Leute reagieren via DM. Ich habe mit 5 Leuten geschrieben wegen einem Instagram-Shoutout und ich selber mache ja fast gar keiner. Also, ich habe, glaube ich, nur mal Dell und Timeless geshoutoutet. Deshalb will ich natürlich genau gucken, was bewerbe ich da. Ich will jetzt nicht irgendwie so ein Vape-Store oder Shisha-Tabak oder so. Habe mich aber mit einem Fitness-Store auf 200 Euro geeinigt. Also, das nehme ich jetzt sowieso für alle, ne? 200 Euro Story-Shoutout. Shoutout, auch nicht so als direkte Werbung, so nach dem Motto, kauf das, sondern indirekt. Na, beispielsweise hier habe ich jetzt gerade eine abgedreht, habe gesagt, hey, checkt mal den Store aus, sind da Geräte, die cool sind, gebt mir mal gerne Feedback. Na, also so eine indirekte Werbung, 200 Euro. Er hat auch darauf bestanden, dass das Ganze via PayPal mit Käuferschutz sozusagen an uns geht, na, dass er im besten Fall oder im schlechtesten Fall vielleicht auch an sein Geld wieder rankommt, wenn ich jetzt das Shoutout nicht gemacht hätte. Aber das sind erstmal an dieser Stelle die ersten 200 auf dem Konto. Bei Chris sah es so aus, der hat einige DMs bekommen, ja, Bildbearbeitung, Video, Schnitt, aber die Leute haben halt sehr utopische Vorstellungen. Die vergleichen das halt auch oft mit Fiverr. Einer hat sogar geschrieben, hey, bevor du mir deinen Preis nennst, ich kenne auch Fiverr. Ne, vielleicht ist das auch so ein bisschen gang und gäbe, das direkt outzusourcen oder so. Er hat auf jeden Fall ein paar Bilder bearbeitet. Insgesamt für 10 Euro waren das, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Bilder. Haben aber gesagt, das lohnt sich nicht wirklich, wenn wir das jetzt weitermachen. Deshalb neue Strategie. Wir gehen jetzt an die Leute, die selber Angebote da rein spammen, ne, und fragen einfach mal, ob man Produktfotos, Produktvideos oder vielleicht sogar irgendwelche Shopfotos für die machen kann. Ich glaube, da ist auch ein bisschen mehr Geld zu holen. Und auch spannend ist, dass wir angeschrieben worden sind von ein paar Mädels, die alle so Profilbilder drin haben, wie man sie wahrscheinlich bei Female Model unter Google Pics findet. Und wir hatten so ein bisschen dieses Déjà-vu vom Spambot-Video. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da hat uns so eine Traderin gefacetimed. Ja, auch diese hier haben mal wieder Krypto-Investment-Möglichkeiten, unglaubliche Vermögen damit gemacht. Leider hat die gute Lara gerade gecallt, als wir nicht hingeguckt haben. Und man kann sie, wenn man hier drauf drückt, nicht anrufen. Keine Verbindung möglich. Sie hat das leider nicht eingestellt. Aber ich habe sie jetzt mal gefragt, ob wir noch mal ganz kurz telefonieren können. Und das würden wir auch noch mal gerne recorden gleich. Hello? 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 Can you hear me now? Your Insta connection is really bad. I can't even hear you. For me, it's fine.
Bezüglich der Lara, das war natürlich ein großer Scam, wir kennen das schon aus anderen Videos, das sind irgendwelche Agenturen, ja, so Telefonagenturen, die sitzen da alle in einer Reihe, rufen nacheinander die Opfer an und die Opfer sitzen zu Hause, meistens irgendwelche Männer, schönes Profilbild, Frauenstimme, scheint wohl alles wahr zu sein. Danach kommt ein Link von einer Website, wenn man danach sucht, natürlich Scam. Das heißt, du zahlst Geld ein, das Geld ist weg, Lara ist weg. Die Gespräche von Chris mit den Leuten, die Werbung in den Gruppen schalten oder da reinspammen, liefen eigentlich ganz gut. Einer hat gesagt, er hat kein Budget, also super ehrlich. Ein zweiter wollte wissen, ist das seriös? Wir haben da ein paar Links rausgeschickt, haben da auch nicht irgendwie verheimlicht, wer wir sind oder so, einfach unsere Website, auch von unserer Agentur, haben gezeigt, dass wir sowas schon mal gemacht haben. Er will sich überlegen. Und ein dritter hat uns auf die Idee gebracht, vielleicht sogar die komplette Shop-Erstellung anzubieten, denn genau danach sucht er gerade. Wir sind in Verhandlungen, mal gucken, was da rauskommt. In der Zwischenzeit hat Chris aber noch weiter Bilder bearbeitet, da waren nämlich noch einige DMs gekommen, dafür nochmal 5 Euro gekriegt. Auch hat jemand in dem Chat nach einem The Zone-Account gefragt. Chris meint, er nutzt sein eh gerade nicht, hat also sozusagen seinen geshared für 15 Euro. Nehmen wir allerdings raus aus diesem Experiment, denn das Ganze ist illegal. It was at this moment. Ja, mit meinen Social-Media-Shoutouts lief es auch relativ gut. Also es haben sich noch viele, viele weitere gemeldet. Ich habe noch aufgehört, das in die Gruppe zu packen. Bin geswitcht auf ein neues Angebot, nämlich Korrektur- und Schreibarbeiten. Also einfach mal irgendwas am Rechner machen. Da haben sich auch schon 3 bei mir gemeldet. Einen Sale konnte ich machen. Und zwar habe ich ein Bewerbungsschreiben durchgelesen. Das hat vielleicht 25 Minuten gedauert und dafür habe ich 11 Euro gekriegt. Und last but not least noch 2 fischige Angebote, die uns aufgefallen sind, die aber sehr penetrant auf Telegram gespammt werden. Und zwar einmal von Robinhood. Das ist auch wieder so ein Wettanbieter. Die werben mit, in 45 Minuten 200 Euro verdienen, indem man jemanden wirbt. Wollte ich natürlich nicht machen, aber vielleicht wäre wirklich so ein Selbstexperiment mit diesen ganzen Anbietern schon mal interessant. Und liebe Grüße auch an den Marc Abu Gebauer. Der verkauft nämlich hier Rolex-Modelle zu etwas günstigeren Preisen als normalerweise. So, und damit ist unser Experiment beendet. Es ist 0 Uhr, die Märkte sind dicht. Nämlich immer um 12 werden die zugemacht, bis 6, 7 Uhr in der Früh, weil das Ganze administriert wird. Und es gibt auch zu jeder dieser Schwarzmarktgruppen immer so Feedbackgruppen. Wenn also Leute wirklich nur das Geld scammen, dann kommen die dort rein, werden auch aus der Gruppe entfernt. Ja, bei den Korrekturarbeiten muss man sagen, kam nicht wirklich noch was zustande. Es haben Leute geschrieben, die schreiben dann auf einmal nicht mehr, antworten nicht. Ein anderer ruft mich an, ich gehe ran, er sagt nichts. Schon ein bisschen komisch und das ist auch der Nachteil dieser Anonymität. Ja, Leute schreiben schnell mal, hey, wie viel kostet das? Gefällt ihnen nicht? Gibt es keine Antwort mehr. Die Verhandlungen von Chris bezüglich dieser Werbevideos und Shops, die laufen. Es hat aber wirklich nur eine Person richtiges Interesse. Mit der haben wir jetzt für Montag einen Call gescheduled. Und hier ist uns schon aufgefallen, in dem Moment, wo es um seriöse Dienstleistungen geht, auch vielleicht in einem anderen Segment preislich, wollen die Leute natürlich die Sicherheit, wollen per Mail, Instagram, Telefon miteinander reden, um eben sowas abzumachen. Social Media Shoutout habe ich einen weiteren Verkauf. Wer mir bei Insta folgt, der hat das auch gesehen, nämlich an den Alexander. Er hat eine Motivationsseite, hat 100 Euro überwiesen, die anderen 100 kommen nächste Woche. Glaube ich Ihnen jetzt an dieser Stelle mal. Und das war halt auch ganz witzig. Ich habe dann ein Instagram-Bild geschickt, ne, wo ich eingeloggt bin in meinen Account. Und er meinte so, hey, ich kenne dich doch. Sag bloß, machst du ein Video darüber und so weiter. Also an dieser Stelle liebe Grüße. Auch haben wir probiert, ob Reselling funktioniert. Wir haben ja ein paar Grafikkarten noch gehabt von unserer Mining Farm. Haben die einfach mal mit Bildern dort reingepostet. Viele DMs gekriegt. Aber jeder Einzelne wollte, dass wir sie auf eBay einstellen. Er oder sie dort kauft, damit sozusagen der Käuferschutz da ist. Deshalb nehmen wir die aus dem Experiment mal raus, weil es ist ja nicht ein direkter Sale über den Schwarzmarkt. Aber ich glaube, für Reselling funktioniert das ganz gut. So, und jetzt zu der wohl unerwartetsten Opportunity an diesem Abend. Und zwar habe ich im Chat gelesen, jemand sucht nach einer Person, die einen Businessplan erstellen kann in der Telegram-Schwarzmarktgruppe. Dachte eigentlich 100% das ist irgendein Scam, habe ihn dann einfach mal angeschrieben und er hat mir dann per Mail tatsächlich sogar die Daten zugesandt. Und es geht um die Erstellung eines Businessplans für einen KfW-Kredit, weil er eine Lotto-Annahmestelle eröffnen will. Und ja, bin mit der Person weiterhin im Gespräch. Das ist natürlich jetzt kein Sale, der am gleichen Tag oder so stattfindet, aber ich würde das auf jeden Fall machen und werde euch dann im Stream erzählen, ob da was draus geworden ist. Was mich zu den Tageseinnahmen von insgesamt 426 Euro bringt. Man muss natürlich dazu sagen, der Großteil kommt von den Social Media Shoutouts. Trotzdem hat es mich gewundert, dass ich Klientel in diesen Gruppen finde und natürlich auch alles auf PayPal gekriegt. Das heißt, es muss und wird dementsprechend von uns versteuert, obwohl Schwarzmarkt im Titel steht. War das eine interessante Erfahrung heute? Ja, definitiv. Würden wir es nochmal machen? Nein. Weil ich glaube, für seriöse Dienstleistungen oder auch Produktverkauf ist wahrscheinlich Fiverr, Upwork, eBay und so weiter schon die bessere Anlaufstelle. Eine Bekannte von mir beispielsweise hat allerdings so ein Business dort aufgebaut. Die habe ich zufällig gesehen, weil ich sie in meinen Kontakten hatte und verkauft dort
Kinderklamotten. So kann man also tatsächlich den Telegram-Schwarzmarkt auch benutzen. Wir hoffen auf jeden Fall, dieses Selbstexperiment hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr vom Telegram-Schwarzmarkt? Wie sind eure Erfahrungen und was könnten wir vielleicht noch da drin testen? Ansonsten würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch unseren Zweitkanal abcheckt, wo wir Musikbeats hochladen. Das ist nämlich auch ein Experiment zum Thema YouTube Automation und wir sind raus und ja, ich muss jetzt erstmal aus einigen dieser Gruppen rausgehen, glaube ich. Ei, nein, damit meine ich kein Privatkredit. Das ist ein Paper-Transfer. Hier, liest dir den Text in Ruhe durch, überleg dir dann, wie viel Geld du brauchst, wie du bezahlen kannst und sag mir dann Bescheid. Bei der Bezahlung mit Echtzeitüberweisung gibt es noch 10% gratis dazu. Das wäre doch was für dich.